Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video von der Devolo Magic 2, die eine Übertragung bis maximal 2400 Mbits haben. Plug and Play, was wirklich Plug and Play ist. So, ich werde euch mal kurz auf den Tisch richten. So, das sind die neuen, die Devolo Magic, die werden wir uns auch gleich angucken. Das sind die alten, und zwar die, hier steht hier zum Beispiel DLAN 1200 Plus und hier steht Magic 2 LAN und hier haben wir verschiedene Modelle, die habe ich extra nochmal hergeholt. Und zwar habt ihr mit bei ein LAN-Kabel, Basis und zwei Empfänger beim Starter-Set. Die Basis, die wird einfach so in die Steckdose gemacht, bei eurem Router, ziemlich nah bei eurem Router. Hier könnt ihr euren Router dann auch weiter mit Strom betreiben, also euch geht die Steckdose nicht verloren. Und hier unten kommt dann der Kabel rein, also der hier, und dann auf der anderen Seite in den Router. Mehr ist es nicht. Ihr habt auch hier noch einen Knopf zum Resetten, beziehungsweise falls ihr neue Geräte hinzufügen wollt, einfach hier drücken, einmal drücken, dann blinkt das hier und dann könnt ihr, wenn ihr ein neues Gerät holt, also das ist ja jetzt schon eingebunden, einfach hier das Haussymbol, sieht man das hier, da das Haussymbol drücken und dann verbinden die sich und dann ist ein neues Gerät dazu. Mehr ist das nicht. Hier könnt ihr dann WLAN an- und ausschalten. Hier mit dem Knopf, also ihr könnt auch euer WLAN damit erweitern, dass ihr praktisch, so wie bei meiner Mutter ist, da ist das unten im Wohnzimmer, das ist gleich, wenn du reinkommst, links, und dann hat sie mehrere davon, eine Küche, weil die Wände ziemlich dick sind, und oben im ehemaligen Kinderzimmer und bei sich im Zimmer wegen den LAN-Anschlüssen. Und auch um das Netz zu verbessern, weil wenn meine Nichte da oben ist, hat die jetzt richtig Internet. Vorher hat sie mal gemeckert, jetzt hat sie meine Mutter auch. Jetzt können sie da oben WhatsAppen, was das Zeug hält. Und da haben wir dann halt zwei LAN-Anschlüsse. Man könnte die auch erweitern mit so einem LAN-Adapter von 1 auf 5 oder was weiß ich. Aber zwei habt ihr auf jeden Fall da schon mal dran. Ich muss die Daten mal so zuhalten. Hier hinten ist dann halt der Strom. Und wie gesagt, die einzelnen Tasten an dem Gerät sind die hier bin vorne. Die unterscheiden sich jetzt auch nicht wirklich vom Aussehen zu den älteren. Ich habe hier mal ein paar hergeholt. Und zwar, das ist die alte Basis. Ihr seht, von der Größe sind sie identisch. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Bei der älteren Version steht dann auch hier so Devolo lang. Bei der neuen auch. Aber bei der neuen haben wir unten noch Magic LAN. Steht hier unten in Grau. Ich werde mal versuchen, euch ranzuzoomen, damit ihr das ein bisschen besser seht. So. Also hier steht dann nochmal Magic LAN. Bei beiden Geräten ist der Knopf auf der rechten Seite, wenn man drauf guckt, vom Gerät aus links. Und hinten stehen dann halt die Daten. Wie gesagt, nicht wundern, dass das ein bisschen dreckig ist. Das ist gerade frisch aus der Fritzbox hinten. Beziehungsweise oben aus der Steckdosenleiste. So, und hier hinten haben wir dann so. Und damals war das wirklich schwer, die Geräte miteinander zu verbinden. Also die App und dass es dann alles vernünftig ausgesehen hat und so. Also verbinden war alles okay. Aber man musste halt den manchmal hat es nicht geklappt mit dem Drücken oder so. Da musste man dann halt, konnte man dann halt über die SSID oder so in der Software dann noch einstellen, dass es dann, weil ich hatte bei einer einzigen hatte ich Probleme, die wollte nicht immer gleich eingebunden werden. Die musste ich dann über die Software. Und dann über die Software kannst du auch dann das WLAN ausschalten, anschalten. Bei einer einzigen, bei sonst allen hat es funktioniert, aber bei einer hat der Knopf zwar geblinkt, aber die wollte nicht wirklich
ins Netzwerk einbinden. Das musste ich dann halt. Wie habe ich denn das gemacht? Ach, das ist schon so viele Jahre her, ey, das weiß ich gar nicht mehr. Irgendwie halt in der Software wird eingestellt, also im Devolo Cockpit, und dann ging es auf einmal. Egal. So. Jetzt haben wir die Basisstation uns angeguckt, die neue und die alte. Wir haben das alte. Das ist das alte. Hier steht auch Devolo lang hoch, hier auch. Ist nicht mehr ganz so weiß, logischerweise. Liegt ja schon eine Weile hier. Und dann hier Magic Home und auch wieder zwei Tasten. Wir haben auch wieder zweimal LAN, was wir nutzen können. Es gab damals aber dann noch eine Erweiterung, die man einzeln erwerben konnte oder auch in einem Starter-Kit, soweit ich weiß. Und die sieht genauso aus. Die ist jetzt vielleicht ein Stück kleiner, wie ihr seht. Ja? Aber die bietet uns dann praktisch drei LAN-Anschlüsse. Das kam dann damals raus. Wie hieß der? Triple oder so. Triple Plus. DLAN 1200 Triple Plus. Und der war nur DLAN 1200 Plus. Genau. DLAN 1200 Wi-Fi AC. Und der DLAN 1200 Triple Plus. Jetzt werden wir die mal hier kurz ineinander stecken, damit sie hier. Dann werden wir mal kurz rauszoomen. Ja, fast 400 Gramm wiegt ein so ein Empfänger, und zwar 372 Gramm. Das ist für eine Steckdose, die aufputzt, ist ein bisschen zu viel. Die Basis wiegt nur 212 Gramm. Wir können jetzt mal den anderen nochmal wiegen, dass das alle gleich ist. 372. 372. Alles, beides identisch. Wie gesagt, beim Starterpaket braucht ihr jetzt nichts machen. Da braucht ihr jetzt nicht irgendwie die Geräte miteinander koppeln oder irgendwas, gar nichts. Ihr macht die Folie ab, in die Steckdose, fertig. Also, und dann halt den Kabel ran. Und die verteilt er einfach da, wo er sie haben wollt. Mehr ist das nicht. Kein Hexenwerk. Alles ganz easy. Ohne Probleme. Ich werde euch aber auch mal die Volo Gigagate unten drunter verlinken. Die habe ich auch seitdem im Gebrauch. Die ist bei mir auf dem Lowboard. Da sind so Fire TV, PlayStation 4 Pro, Fernseh, DVD-Player, alles so. Hast du fünf oder sechs LAN-Anschlüsse, die sind auch bei mir komplett belegt. Auch ein ganz tolles Teil, vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, der halt, ja, vielleicht einfach nur sein DLAN, also sein WLAN ein bisschen verstärken möchte und halt nur zack, bumm, hier fünf Geräte und dann Basis ran. Funktioniert alles wunderbar. So, ich bin dann jetzt mal weg. Ich werde die jetzt testen, werde die bei mir austauschen. Also ich habe die jetzt schon draußen, also ich habe jetzt kein Internet im Schlafzimmer und hoppala, in der Küche, weil ich habe da das Internetradio und so, habe ich auch so in der Küche dran. Das werden wir jetzt gleich austauschen. Ich werde einen von den alten versuchen, ob ich den immer noch ins Netz einbinden kann. Also praktisch auf das Neue. Ob er immer noch Internet kriegt, also das wäre ganz cool, weil für das Internetradio brauche ich ja nicht so viel Power, dass ich dann in der Küche das weiter benutzen kann. Aber man sollte eigentlich, laut Devolo, sind die wohl nicht so richtig kompatibel mit dem alten. Wir werden sehen. Ich werde es testen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich bin dann jetzt mal weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.